Hallo, schön, dass du wieder dabei bist beim diesmal um einige Tage verspäteten Wochenvideo. Ja, also ich gebe es zu, meine Motivation war leicht angeschlagen aufgrund von, ich sag's mal so, dummen Trading-Anfängerfehlern eigentlich. Ich habe da einfach zu viele Position, zu viele Trades in den Getreiden gehabt. Ich sag mal so, ich bin mit einem blauen Auge davon gekommen, aber unterm Strich habe ich mich sehr über mich geärgert. Gleichzeitig waren da schon einige außergewöhnliche Situationen, auf die ich kurz noch eingehen möchte. Ja, also ich blende mal den Übersichtsplan ein. Beginnen wir gleich mit dem australischen Dollar. Der Chart ist bereits offen. Wie sieht es hier aus? Der läuft eigentlich ganz schön vor sich hin. Und dieser 67er Put, dieser 70,5er und dieser 80er. Ich habe vorher nachgesehen, der Trade ist momentan bei plus minus 0. Hier wurde ja schon viel herumadjustiert. Und es geht jetzt nur mehr um eine Entscheidung. Und zwar ist dieser Put 50% im Minus. Wir können in der Handelsplattform nachschauen. Der ist 90 Dollar im Minus. Und die Restlaufzeit ist auch nicht mehr allzu lang. Also, man könnte jetzt komplett zumachen, plus minus 0 rausgehen. Ich werde es aber so machen, dass ich hier noch einfach mir die Situation ansehe. Ich fühle mich nämlich relativ wohl, trotz, obwohl der leicht im Minus ist. Eine Überlegung wäre vielleicht hier runter zu gehen oder überhaupt noch einmal runter zu rollen mit einem kleinen Rollverlust. Ja, hier gibt es wahrscheinlich keine Regel, wie es am allerbesten ist. Nachher ist man ja immer schlauer. Tatsache ist auch, dass diese kurzlaufenden Optionen einfach sich sehr schnell verändern im Gamma. Ja, gestern stieg die Vola auch noch einmal leicht an. Wir haben auch die Situation zur Erinnerung, der Monatschart ist bullish, der Wochenchart bearish, was ja irgendwie für eine Seitwärtsbewegung weiterhin spricht. Vielleicht nehme ich diesen Put schon einmal raus und lasse diesen Put dann noch drinnen und diesen Call und würde dann diesen bei, ja, wenn es dann wirklich noch einmal so runter geht und der dann 100% im Minus ist, den zumachen. Vielleicht mache ich aber doch den gesamten Trade zu. Ich werde das einfach am Abend dann entscheiden. Auf jeden Fall nicht gleich bei Börseneröffnung, sondern dann schauen, wie sich's entwickelt. Und wenn man sich's im Wochenchart ansieht, dann wirkt ja auch dieses ganze Chartbild gleich ganz anders. Ich bringe das mal rein. Und zwar der Wochenchart. Da hat man eher das Gefühl, wir sind hier unten. Ja, wenn es mit so einer Heftigkeit nach unten geht, dann ist er natürlich sofort bei 100%, klarerweise. Aber man sieht auch hier, dass ja, stimmt gar nicht. Wir sind mittlerweile sogar auch im Wochenchart wieder im Kaufmodus. Das spricht einfach für diese Seitwärtsbewegung hier im Wochenchart. Kaufsignal, Verkaufsignal, Kaufsignal. Es pendelt hin und her der Preis. Also ich bin hier bereit, diesen Put noch einmal 100% gegen mich laufen zu lassen und dann wirklich den gesamten Trade zu beenden. Nehme hier schon einmal diesen tieferen Put hier unten sicherheitshalber mit. Hier gibt es ja auch nicht mehr viel zu holen. Ja, der ist bei 40, 50 Dollar noch. Die Rückkauforder wäre bei 20 Dollar. Also im Prinzip gäbe es hier noch 20, 30 Dollar zu verdienen. Den werde ich wohl heute schon mal rausnehmen mit diesem Zweier-Delta. Und dann schaue ich mir das am Abend noch einmal an, ob ich noch drinnen bleibe. Ja, dann zum nächsten Trade. Das wäre jetzt der Sojamehl-Trade.
Da ist tatsächlich noch immer nicht das letzte Wort gesprochen, obwohl er schon extrem lang drinnen ist. Und hier ist es wieder mal unübersichtlich. Ich habe ja inzwischen ein Video zu diesem Trade auch gemacht. Hier kommt jetzt langsam dieser 320er Put, der noch drinnen ist, unter Druck. Dafür, die Vola kam Gott sei Dank ein wenig zurück. Ist noch immer relativ hoch. Hier hat man so den Eindruck, der Put ist relativ nah dran. Das liegt daran, dass diese Bewegungen zuletzt einfach so wahnsinnig groß waren. Und es liegt jetzt noch drinnen dieser 530er, dann dieser 500er. Und ich habe gestern noch einmal Folgendes gemacht. Ich habe noch einen 440er gegenüber einem 70er einen Spread verkauft mit 80 oder $85 Prämie. Der Grund war der, dass ich es in den Sojabohnen extrem bereut habe, keinen Spread zu eröffnen in diesen Bewegungen, weil die Tagesbewegungen eigentlich dann, die haben zwar nicht mehr zugenommen, aber die Prämien haben insgesamt innerhalb eines Tages unglaublich stark geschwankt und da hätte mir ein Spread extrem geholfen. Und jetzt ist es für mich so eine Sicherheitsmaßnahme, wenn der Preis leicht ansteigt und die implizite Vola noch einmal anspringt, dann hilft mir einfach dieser Call auf der Oberseite. Und sehen wir es uns kurz hier an. Man sieht hier, der ist jetzt bei 100 im Minus und ich möchte Delta 11, ja, also ist nicht dramatisch, Restlaufzeit ist auch schon sehr kurz und ich will diesen Put bei 100% schließen. Jetzt schaue ich nach, dieser Put, der ist bald bei 100%, bei $135 werden dann die 100% erreicht. Wie gesagt, wir sind im Wochenchart noch immer nicht im Verkaufmodus. Und wenn man jetzt sich die Deltas zusammenrechnet, dann sind wir bei, sagen wir, 1 und 3 wäre 4. Und hier wären wir Delta 9, Delta 5, auch 4, Delta 8. Also das Delta auf der Oberseite ist noch immer kleiner. Wie gesagt, bei dieser kurzen Laufzeit verschieben sich die Deltas ganz schnell, wenn es mal ein paar Prozent nach oben geht. Deswegen will ich hier jetzt nach all diesen unzähligen Adjustierungen eigentlich nichts mehr tun. Ich lasse den jetzt gegen mich noch laufen. Bei 100% mache ich ihn zu und gehe dann komplett raus. Insgeheim hoffe ich natürlich, dass sich der Preis stabilisiert, dass es vielleicht leicht nach oben jetzt noch geht, das würde dem gesamten Trade extrem helfen. Ja, mehr gibt es hier nichts zu sagen. Also ich bekam die Zwischenbilanz, bringe ich noch kurz rein, wo wir momentan stehen. Und zwar sieht das so aus, wir stehen bei minus 350. Das wäre noch überschaubar. Wenn ich jetzt schon rausgehe, könnte ich den Verlust schon leicht eindämmen. Hier, man sieht es ja, wir sind hier 100 bei 160 ungefähr gegenüber, oder sagen wir 100, $150 weniger, $100, also $50 plus. Das heißt, ich könnte diesen Verlust schon mal reduzieren. Natürlich könnte noch weiter ins Minus laufen, wenn es jetzt noch einmal stark nach unten geht. Man sieht, ja, dieser Chart ist schon veraltet. Die Vola zog zuletzt nicht mehr so richtig an. Ich bringe das mal rein. Also, wir sind da bei 79. Sie ist ganz leicht beruhigt, die implizite Vola. So ist die Lage im Sojamehl. Beginnen wir jetzt aber weiter zum nächsten Trade und zwar die Sojabohnen.
Hier sage ich mal so, ich bringe noch einmal diese Bilanz rein. In den Sojabohnen habe ich den Trade geschlossen. Man sieht es hier. Ich konnte zwar noch einmal da einen leichten Gewinn rausholen, aber doch fast $500 minus. Für den Einzeltrade wäre das okay. Und das kann ja mal passieren, dass es einfach nicht will, dass die Vola steigt und steigt. Und da will ich mir jetzt nicht allzu viel vorwerfen. Ich habe es versucht. Was wirklich ein Anfängerfehler war, dass ich hier dazwischen noch einen Put verkauft habe, zusätzlich zu diesen zwei Positionen. Einen Put auf der Unterseite in diese heftigen Bewegungen. Und das war der wirklich dümmste Fehler, den ich gemacht habe. Und beziehungsweise, wenn ich wenigstens einen Spread verkauft hätte, würde der Put vielleicht noch leben. Und ich habe da angefangen, auch diesen Put zu adjustieren. Was ist rausgekommen aus diesem Put? Ich habe hier nach 7 Tagen zugemacht und habe ja auch einen Verlust von $350 kassiert. Man kann sich jetzt zusammenrechnen, dass wir hier dann schnell auf einen Verlust von über $1000 kommen. Der hat noch eine Chance, rein theoretisch, dass es auch noch plus minus null rausgeht, dieser Trade. Aber sagen wir jetzt einmal, ich mache den jetzt zu und wir sind dann einfach jenseits der $1000 Verlust. Es ist auch bei einem 20.000er Konto einfach ein Verlust, den man so nicht haben will und der ja auch vermeidbar gewesen wäre, einfach wenn ich mich hier an mein Risikolimit gehalten hätte. Und hier ist einfach ein Beispiel, wie die Psychologie einen selber austrickst, indem man einfach zu wissen glaubt, dass sich jetzt die Lage beruhigt. Und ja, ich habe es schon irgendwann einmal erwähnt, wenn man zu viel weiß im Trading, dann kann das ziemlich böse enden und mit einem deutlichen Verlust enden und einem viel Geld kosten. Also hier waren eigentlich zwei Fehler, die mir unterlaufen sind, die zwar noch nicht meine Jahresperformance komplett ruiniert haben, aber meinen Gewinn in meinem Echtgeldkonto deutlich reduziert haben. Ich sage mal um mindestens ja, 5% oder jenseits der 5% der Performance. Und zwei Fehler, eben einerseits Risikogröße und der zweite Fehler war, wenn ich schon dann über mein Limit gehe, hier keine Spreads zu handeln. Ja, das wäre das Minimum noch gewesen, wenn man hier so aggressiv vorgeht, dann nur mehr Spreads zu handeln, ja, in diesem Markt. Und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ein Fehler wäre jetzt zu sagen, es war nur Pech und der Markt ist so blöd. Es war es ja nicht. Es war schwierig und herausfordernd, aber der Grund lag wieder eindeutig bei mir. Und ja, ich sage mal, ich beende dieses Kapitel jetzt so. Ich werde weiterhin in den Getreiden einfach Trades machen, wenn sich Gelegenheiten ergeben. Aber ich möchte diese Fehler so nicht mehr machen, die ich jetzt eben genannt habe. Und mein Ziel, nämlich dieses Jahr mit einem Plus zu beenden, ist noch immer realistisch, weil ich bin unterm Strich mit allen Trades, ich bin noch immer einige Prozente im Plus. Ich habe nicht alle Gewinne jetzt wieder abgegeben. Ich habe ja noch etliche Trades, die gut laufen und die ich einfach weiterhin manage und handle. Und ein Fehler wäre hier jetzt nicht aus diesen Fehlern zu lernen, ja, indem ich jetzt sage, dass das war Pech und hat mit mir nichts zu tun. Ja, also ich muss hier lernen und meine Schlüsse wieder draus ziehen, dass man das absolut besser machen kann. Und wenn mir das gelingt, dann kann man diese Fail-Trades oder diesen Fail-Trade im Sinne von zu große Positionsgrößen einfach auch ausnützen und was Positives draus machen. Aber insgesamt hat es mich natürlich frustriert, dass ich hier so in die Falle getappt bin,
nämlich die Falle Gier und zu große Zuversicht und Überoptimismus, was mich letztlich dann auch frustriert und demotiviert hat. Ja, hiervon erhole ich mich jetzt wieder und konzentriere mich jetzt einfach wieder auf die gut laufenden Trades und gehe jetzt davon aus, dass ich, wenn ich die Dinge, die bis jetzt gut gelaufen sind, wenn ich die richtig mache, dass es dann auch wieder mit der Equity-Kurve nach oben geht. Und den Chart bringe ich noch kurz rein. Ich hätte ihn jetzt beinahe vergessen, was vielleicht kein Zufall ist. Der November war das. Hier gibt es gar nicht so viel zu sagen. Ja, es schaut ja gar nicht einmal so spektakulär aus. Das, was mir wirklich eine Lehre war, was ich so selten erlebt habe, bevor ich komplett raus bin, ich habe hier noch einmal vom 1420er auf diesen 1300er gerollt. Ich habe es in diesem Zwischenvideo von den Getreiden, glaube ich, eh auch berichtet. Ich will hier gar nicht mehr jetzt im Detail drauf eingehen, weil, wie gesagt, ich habe alles komplett zugemacht. Und was für mich wirklich heftig war, das war, ich habe diesen 1300er, diesen habe ich geschlossen mit Gewinn. Und diesen 1300er, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob es nicht eine Art Justierung war von diesem ursprünglichen zusätzlichen Short Put, den ich verkauft habe. Aber darum geht es nicht. Fakt war, dass ich hier, als ich diesen 1300er verkauft habe, eine sehr gute Prämie bekam. Und hier war es dann so, die Wohler spielte verrückt, diese grüne, unauffällige Kerze hier. Ich bin hier ziemlich bald einmal reingegangen, so um 16 Uhr ungefähr. Die Liquidität war gut und ich habe einige hundert Dollar für diesen, über 300 Dollar für diesen Call bekommen. Der hatte ungefähr ein 10er Delta. Man muss dazu sagen, die Restlaufzeit, die, wenn man hier einen Trade macht, die ist noch immer ziemlich lang mit 120 Tagen. Ich kenne das eigentlich so, dass die Prämie sich wenig bewegt bei so einer langen Laufzeit. Ja, aber das Gamma-Risiko ist ja gering. Tatsache war aber, der Soja war leicht im Minus, plus minus null, und erholte sich dann und ging hier noch über 1% nach oben. Und jetzt passierte Folgendes, was mir, glaube ich, wirklich noch nie passiert ist, seit ich trade, dass die Prämie aufgrund dieser leichten Bewegung innerhalb des Tages auf 100% angeschwollen ist. Das heißt, eine Stunde später oder 2 Stunden später lag dieser Call 100% im Minus. Dieser Call lag über 300% im Minus, was mich absolut erstaunt hat, aber nicht nur erstaunt, sondern komplett frustriert hat. Ja. Ich habe sowas, seit ich Trades mache, kann ich mich jedenfalls noch nicht erinnern, dass ich einen langlaufenden Call verkaufe und dieser eine Stunde später 100% im Minus lag. Ja, ohne dass es jetzt zu so einer Gegenbewegung kam. Und da habe ich es bitterst bereut, hier keinen Spread verkauft zu haben. Aber ich habe auch damit da definitiv nicht gerechnet. Das wird mir eine Lehre sein und das werde ich auch nicht mehr so schnell vergessen, dass sowas möglich ist. Ja, sei es wie es sei, ich denke, ich werde hier, ich bin ja noch im Sojamehl engagiert und werde schauen, dass ich diesen Trade durchbringe oder auch mit Verlust rausgehe, wie auch immer. Ich werde hier weiterhin den Markt beobachten und wenn sich gute Gelegenheiten ergeben, werde ich natürlich unter Berücksichtigung des Risiko- und Managements entscheiden, ob ich hier noch den einen oder anderen Trade mache. Die Prämien sind weiterhin extrem hoch und hier lohnt sich es natürlich noch, Trades zu machen. Aber ich bin jetzt natürlich vorsichtiger geworden, weil ich hier wahnsinnig viel Geld verloren habe, wenn man so will, einige Prozent meines Kontos eingebüßt habe. Jetzt aber zum nächsten, weg vom Soja, zu den T-Notes ganz kurz.
Hier passiert weiterhin nicht viel. Wo sind die T-Notes hier? Läuft schon länger, der Trade. Ja, der ist weiterhin fast im Plus. Ich bringe es mal rein. Der Spread ist auf 2 auf 4. Also hier kann man nur mehr warten, bis die Rückkauforder kommt. Dann nächster Trade, japanischer Yen. Hier ist es ein weniger interessanter. Im japanischen Yen liegt der Preis jetzt leicht unterhalb des Ausgangslimits und die Vola ist leicht angestiegen. Aber hier ist schon einiges an Zeit verflogen. Der japanische Yen liegt leicht im Minus mittlerweile. 40 Dollar. Und ich habe mich hier entschieden, vorerst noch nichts zu tun, auch keine Gegenposition zu eröffnen, einfach aufgrund des Chartbildes. Der Trend war extrem überhitzt und es ist tatsächlich zu einer extremen Korrektur jetzt gekommen. Die Überhitzung hat sich jetzt abgebaut und der Wochenchart ist noch intakt. Ich bringe den mal rein, den japanischen Yen. Man sieht auch, dass diese, erstens sind wir so bei einer Art Widerstandszone. Und wenn man hier sich das im Wochenchart ansieht, ich verwende hier lieber Barchart, dann sieht man, dass der Wochentrend komplett intakt ist. Eigentlich weiterhin ein wunderschöner Aufwärtstrend. Und hier bin ich bereit, nichts zu tun. Wie gesagt, die Prämie waren von diesem Put, die war ja an die 120, 130 Dollar. Und das heißt, hier, der müsste auf 60, 70 minus noch anwachsen, dieser Verlust, dann bin ich bereit, was zu machen. Zwar ungern, weil die Restlaufzeit schon so kurz ist, dann würde ich mir auch überlegen, nichts zu tun. Man sieht, ich habe hier auch einen länger laufenden Put verkauft. Der ist natürlich viel weniger im Minus, weil die Prämie größer war. Ich bin da hier selber gerade neugierig. Die Prämie, die war bei diesem länger laufenden Put 175 Dollar. Die reagiert natürlich auch viel weniger. Das Minus ist auch jetzt dem geschuldet, dass die Vola auch leicht angezogen ist. Und ich werde hier, wie gesagt, nichts tun. Die IVR ist sehr hoch weiterhin. Und im 10 Jahres, die 10 Jahres IVR habe ich mir auch angesehen. Kann ich ja kurz reinbringen. Die liegt hier bei 50%. Ja, also eigentlich ganz gut. Auch im Rohöl übrigens, wo ja die Einjahres-IVR extrem niedrig ist. Im Silber habe ich es mir auch angesehen. Da ist die 10-Jahres-IVR extrem niedrig. Also hier könnte man sich überlegen, mal eine Option zu kaufen. Aber das nur am Rande. Ja, also hier gibt es nichts zu tun. Einfach schauen, ob sich der Aufwärtstrend hält, ob der kippt. Wenn er kippt, dann sollte man natürlich was tun, was ich mir dann überlegen werde. Dann nächster Trade im GDX. Hier gibt es auch nicht viel zu sagen, was gut ist. Die IV kommt jetzt wirklich zurück. Die ist jetzt, glaube ich, schon unter 40%. Und ich lasse mir das Strike ist hier, dieses Covered Course bei 28. Das heißt, der Preis könnte hier noch einbrechen die nächsten Tage, also morgen und übermorgen. Und dann ist Wochenende und dann wird mir dieser GDX weggecallt und ich bekomme eben den Gewinn aus dem ETF und die Prämie. Das waren ja so irgendwo über 200 Dollar, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Das werde ich einfach noch einmal kurz vorzeigen beim nächsten Wochenvideo. Der nächste Trade wäre dann der SLV. Ein Mini-Trade habe ich geschrieben. Wo ist der SLV? Hier ist er. Hier wurde der Trade eröffnet. Es geht jetzt so, ging nach oben, jetzt zur Seite, leicht ins Minus. Hier kam die IVR extrem zurück, was diesem Put sehr geholfen hat.
Sehen wir es uns kurz an. Der SLV liegt $22 im Plus, was ja für diesen Mini-Trade eigentlich ganz gut ist. Ich sehe mal schnell nach, was die Prämie war, die ursprüngliche. Die war $43. Das heißt, der ist eigentlich schon bei 50 im Plus. Man könnte eventuell sogar schon rausgehen, wenn man das auf größere Dimensionen ummünzen würde. Ja, dann rechnet man das einfach mal 10. Was ich nicht gern mache aufgrund der hohen Gebühren, die anfallen. Und das Delta war ja relativ hoch. Das war ja bei über 30. Das ist noch immer bei über 20, das Delta. Aber wenn man jetzt sagt, man macht jetzt 10 Stück, dann hätte man eine Prämie von 400. Hätte jetzt 200 Gewinn, dann klingt das gleich viel besser für mich. War es aber eher ein Experimentiertrade aufgrund des hohen Deltas. Ja, dann nächster und letzter Trade ist ein neuer Trade. Ich habe ihn jetzt nicht in den Block reingenommen, weil ich gesehen habe, entweder ich habe mich irgendwie geirrt, ich habe mir nämlich die Saisonalität angesehen und zwar auf Erdgas und bin hier eigentlich recht zufrieden. So, wo ist das Erdgas? Der Oktober Chart. Man muss ja immer dazu sagen, diese Bollinger Band-Einstellung und dieses BBTM-System in der TWS hat man oft andere Signale als auf Barchart. Ich verwende primär Barchart. Also hier kann es einmal sein, dass im Barchart man schon ein Short-Signal hat und hier noch nicht. Jedenfalls habe ich mich für diesen 205er Put entschieden. Der brachte $200 Prämie ein bei einem 7er-8er Delta, also minus 0,07, minus 0,08 ungefähr und einer Restlaufzeit von etwas über 70 Tagen. Der Wochenchart ist intakt und hier handle ich im Prinzip mit dem Wochentrend. Ich bringe das auch noch kurz rein, wie sich das darstellt im Wochenchart. Ich suche kurz den entsprechenden Eintrag. So, da ist er. Wir haben nämlich hier im Erdgas eine. Schauen wir mal. Ja, also wir sind hier. Wenn man genau jetzt reinzoomen würde, würde man sehen, dass wir hier, glaube ich, ein Verkaufssignal im Tageschart haben. Für mich wichtiger ist jedenfalls der Wochentrend. Und hier sehen wir, dass es hier extrem nach oben ging. Die IVR, die kam ja sehr zurück. Überhitzung haben wir keine. Und wir haben jetzt 3 Wochen in Folge eine rote Kerze und wir sind hier ungefähr in der Mitte dieses Bollinger Bandes, was einfach sehr schön ist. Und auf Wochensicht haben wir im RSI jetzt eine schöne Überverkauftheit. Gleichzeitig sind wir hier so in einer Zone, wo mal schon ein Hoch abverkauft wurde und das könnte jetzt eventuell als Unterstützung dienen. Und das ist zumindest sehen wir hier, dass dieser Aufwärtstrend sehr schön, sehr sauber ist. Es könnte noch natürlich nach unten gehen, aber das Trendsystem zeigt nach oben. Was mir jetzt zugegebenerweise aufgefallen ist, dass die Saisonalität nicht optimal ist. Vielleicht habe ich hier irgendwo einen Fehler gemacht. Jedenfalls habe ich mir eingebildet, dass wir saisonal eine Unterstützung haben. Also hier ist eher Vorsicht geboten. Ich gehe mal auf den 20. Juni. Aus saisonaler Sicht sieht man, dass es hier noch durchaus nach unten gehen kann. Sogar bis zum 1. September. Das könnte jetzt als Grundlage dienen für meine Trading-Entscheidungen. Wenn es jetzt noch einmal heftig nach unten geht, wenn dieser Bereich hier durchbrochen wird und der Trade 100 im Minus liegt, dann werde ich ohne groß zu zögern einen Call dagegen setzen. Aber
Ich finde Saisonalitäten ein super Ergänzungsinstrument, aber ja, es kann natürlich nicht als ein einziges Instrument dienen und übergeordnet der wichtigste Signalgeber ist einfach der Trend. Und wenn man sich das noch im längeren Bild anschaut, auf 5 Jahre Sicht beispielsweise, dann sieht man hier einfach, dass sich ein schöner Aufwärtstrend beginnt zu etablieren. Und ja, also mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Der Wochentrend ist sehr sauber intakt. Hier wurden schon alte Hochs durchbrochen. Es ist jetzt die Korrektur zu sehen. Es ist keine Überhitzung. Und ich habe vor einigen Wochen oder wenigen Monaten mal eine fundamentale Analyse gelesen über Erdgas, die sehr die bullische Ideen sehr unterstützt hat. Und Erdgas ist ja seit etlichen Jahren auf Talfahrt und möglicherweise kommt es jetzt zu einer Bodenbildung. Ja, aber fürs kürzerfristige Trading ist das natürlich nicht wirklich hilfreich, sondern da muss man sich einfach in erster Linie an den Trend halten. Und wie gesagt, das ist so ein Wermutstropfen dieser Trading-Idee, dass es saisonal noch durchaus noch einmal eine Woche nach unten gehen könnte. Aber ich werde dann eben vielleicht rollen oder gleich eine Option dagegen setzen. Das sehe ich mir dann an, wenn es wirklich notwendig wird. Ja, ich denke, das war es jetzt. Wieder ist etwas länger wieder geworden, aber ich hoffe, dass du nicht die gleichen dummen Anfängerfehler machst, wie ich sie hier wieder mal gemacht habe. Was mich tröstet ein Stück ist, dass die Jahresperformance noch nicht vernichtet wurde, dass ich noch im Plus bin und es mittlerweile auch wieder positiv sehen kann, indem ich sage, ich kann aus diesen Fehlern lernen. Und werde sie in Zukunft vermeiden. Aber man sieht eben, wenn man noch nicht dauerhaft profitabel handelt, wie schnell es geht, dass man sich da selber austrickst und zu große Positionen eingeht. Ja, das war's an dieser Stelle. Ich sage wieder danke fürs Zusehen, wünsche dir viel Erfolg bei den Trades, die du machst. Ich freue mich wieder, wenn du beim nächsten Mal dabei bist und sag Tschüss und bis zum nächsten Mal.